Willkommen zu diesem Beitrag über den mutmaßlichen irdischen Vater von Jesus Christus. Auch in der Gegenwart gibt es immer wieder bekannte Theologen, unter anderem Gerd Lüdemann, der in seinen Büchern darauf aufmerksam macht, dass Jesus Christus eigentlich einen irdischen Vater gehabt hat. Der Name, der da immer wieder erwähnt wird, ist Pantera. Pantera soll ein römischer Soldat gewesen sein, der eine intime Verbindung mit Maria gehabt hat und daraus soll dann Jesus entstanden sein. Das erste Mal findet sich diese Legende im 2. Jahrhundert nach Christus. Da sind es insbesondere jüdische Quellen, die darauf hinweisen, dass Jesus eben nicht per Jungfrauengeburt gezeugt worden ist und geboren worden ist, sondern dass er einen ganz irdischen Vater gehabt hat. Es ist durchaus verständlich, denn damals waren die Christen eine kleine Gruppe, die man auch dem Judentum zurechnete. Und insofern versuchten die Juden, sich abzugrenzen gegenüber den Christen im Römischen Reich. Und das, was sie besonders ärgerte an den Christen, war, dass sie Jesus Christus als Messias ansahen und gerade die Jungfrauengeburt als Erfüllung der Prophezeiungen des Alten Testaments. Und insofern wurde dann diese Legende in Umlauf gebracht, dass eben nicht Gott Jesus gezeugt habe, sondern ein ganz irdischer Mensch, eben ein römischer Soldat. Und da sollte es nicht nur irgendeine ganz normale Zeugung sein, sondern aus jüdischer Sicht wurde Jesus dann sogar noch herabgesetzt, indem man ihn als Kind eines römischen Besatzungssoldaten ansah. Und dazu noch illegitim, das heißt ohne, dass die beiden verheiratet waren. Der Philosoph und Christenkritiker Celsus greift dann genau diese Geschichte auf, baut sie auch in eine seiner Bücher ein und gerade durch ihn hatte sie dann eine große Breitenwirkung entfaltet, weil seine Vorwürfe und Traktate eben nicht nur von Juden gelesen worden sind, sondern auch von zahlreichen anderen Römern, Griechen und anderen Menschen innerhalb des Römischen Reiches. Innerhalb des Mittelalters entstand dann eine von jüdischen Gelehrten verfasste Lebensgeschichte Jesu und darin wurde diese Pantera-Legende aufgegriffen. Unter anderem kam dann die Idee dazu, dass Maria vergewaltigt worden sein soll durch diesen Soldaten und dass Jesus eben ein Kind dieser Vergewaltigung gewesen sei. Und im Laufe des Mittelalters wurde das immer wieder aufgegriffen, insbesondere als jüdische Polemik gegen den christlichen Glauben, als Ausdruck der Ablehnung. So finden wir auch im jüdischen Talmud mehrfach den Hinweis, dass Jesus genannt wird, Jesus oder Joshua, Ben Pantera, also der Sohn des Pantera, da hat sich das dann auch niedergeschlagen. Und schließlich mit großem Abstand haben dann bibelkritische evangelische Theologen ab dem 19. Jahrhundert sich wiederum auf diese Legende gestützt. Da ist es beispielsweise David Friedrich Strauss, der diese Idee aufgenommen hat, ebenfalls in seiner Ablehnung der Auffassung der Jungfrauengeburt. Und später, dann im Nationalsozialismus, Anfang des 20. Jahrhunderts, da taucht die Pantera-Legende ebenfalls auf, jetzt mit einer ganz anderen Motivation, denn hier soll deutlich gemacht werden, dass Jesus eben nicht jüdischer Herkunft ist, sondern heidnisch, römisch, griechischer Herkunft. Und so deutet man den Namen eben Pantera als echten Vater von Jesus Christus, aber jemand, der aus dem römisch-griechischen Kulturkreis kommt und deshalb Jesus kein Jude sei, sondern, so wurde damals interpretiert, eigentlich ein Arier gewesen sei. Es seien arische Germanen, die aus dem Norden nach Galiläa eingewandert wären und deshalb sowohl Maria als auch jener Pantera kämen dort aus germanischem, arischem Hintergrund. Auftrieb hatte diese ganze Theorie, diese ganze Legende erhalten durch einen Fund, den man 1859 in der Nähe von Bingen am Rhein gemacht hatte. Dort grub man ein Grabmal eines römischen Soldaten, eines Bogenschützen aus und der trug den Zunamen Pantera.
Und da hatten dann einige gesagt, das ist nun dieser Pantera, von dem früher polemische jüdische Schriften gesagt haben, dass er der Vater Jesu sei. Und so hatte man das gleich direkt miteinander zusammengebracht. Was aber nicht berücksichtigt worden ist, dass der Name Pantera, zu Deutsch der Panther, durchaus in der römischen Armee häufig benutzt worden ist als Spitzname, als Zuname, um einen kämpferischen, starken, gewandten Soldaten zu bezeichnen, sodass wir davon ausgehen müssen, dass es einige Pantheras in dieser Zeit gegeben hat. Es war also kein einzigartiger oder sehr seltener Name. Darüber hinaus muss dieser Soldat mit Israel bzw. mit dem Leben Jesu gar nichts zu tun haben. Es ist ein reines Fantasieprodukt. Und so ist es erstaunlich, dass immer wieder diese Idee aufgenommen wird und auch in neueren Publikationen zu finden ist, wobei Pantera und diese Pantera-Legende eigentlich ganz zu Anfang erst im 2. Jahrhundert das erste Mal auftaucht und dort eher von einer christenkritischen Gruppe, eben hier einer Gruppe jüdischer Denker, verbreitet wird, um die Überlieferung des Neuen Testaments lächerlich zu machen. Einen wirklich historischen Wert hat diese Pantera-Legende nicht. Aus der Zeit Jesu oder auch in den Jahrzehnten nach seinem Tod finden wir keinerlei Hinweis auf eine Liebschaft Marias mit einem römischen Soldaten oder gar auf eine Vergewaltigung. Alles, was wir von Zeitgenossen oder auch dann den frühen Christen wissen, ist, dass tatsächlich Jesus auf eine wunderbare Art und Weise nicht ganz erklärbar geboren worden ist und dass dort Gott seine Finger im Spiel gehabt hat. Ich hoffe, dass dieser Beitrag Ihnen etwas mehr Information darüber liefert, was es mit der Pantera-Legende und dem mutmaßlich irdischen Vater Jesu auf sich hat. Sind Sie noch an weiteren Themen zu Religion, Glaube, Philosophie interessiert, schauen Sie sich doch noch einige der anderen Beiträge auf meinem Kanal an.